So, dann legen wir los. Einen wunderschönen guten Morgen im Namen des LWL, der Kulturabteilung und Kultur in Westfalen. Herzlich willkommen zur 10. Westfälischen Kulturkonferenz Forum Nummer 4, Wild in Life, Kunst und Umwelt. Sie sind herzlich eingeladen, aktiv daran teilzunehmen. Ich werde den Chat betreuen. Sie können jederzeit Fragen in den Chat stellen. Falls Sie mündliche Beiträge liefern wollen, würde ich Sie bitten, das Handzeichen einmal zu verwenden, dass ich weiß, dass Sie etwas sagen möchten. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß und gebe ab an die Moderatorin Simone Schmidt-Apel. Ja, hallo und einen schönen guten Morgen. Den ersten Eindruck, den Sie jetzt gewinnen werden, ist dieser schwarze Hintergrund. Gucken Sie bitte in die Ecke von mir aus rechts. Da werden Sie schon ein Demonstrationsbeispiel aus dem Projekt Wild in Life sehen können. Ich weiß nicht, ob ich diesen Hintergrund die ganze Zeit der Tagung haben möchte. Ich komme mir selber ganz komisch vor, so eingeblendet. Aber ich denke, die Gottesanbeterin, die Sie dort sehen, ist schon ein schöner Eindruck. Und Sie werden an mancher anderen Stelle hier in den Bildschirmen ja auch einige andere Insekten sehen. Ich danke Frau Sassenrath für die einführenden Worte in unser Forum Kunst und Umwelt, Wild in Life. Ich möchte alle Gäste herzlich begrüßen, die heute teilnehmen. Nach meiner Liste haben wir tatsächlich insgesamt 96 Personen. Das finde ich natürlich wunderbar und sehr schön, dass das Interesse an dem Thema so groß ist. Ich hoffe, dass mittlerweile die meisten Gäste auch teilnehmen. Ich darf mich kurz vorstellen. Simone Schmidt-Apel, mein Name. Ich bin Kulturreferentin der Stadt Bergkamen. Ich bin die Profilsprecherin für die Hellweg-Region. Das ist eine von 10 Regionen in Nordrhein-Westfalen, die mit Landesmitteln für Kunst und Kultur das Profil ihrer Region weiterentwickeln. Und eines dieser Profile, eines der Schwerpunktprofile, ist die Lichtkunst in der Hellweg-Region. Dazu gibt es einen Lichtkunstverein. Hellweg, ein Lichtweg, in dem bin ich gemeinsam mit Karl-Jürgen Schroth aus Soest stellvertretendes Vorstandsmitglied. Ich freue mich sehr, das Forum Kunst und Umwelt Wild in Life heute moderieren zu dürfen. Und ich stelle Ihnen als erstes, und dann bitte ich einfach auch um ein kurzes Handzeichen, die Teilnehmerinnen dieses Forums, dieses Projektes vor. Die Projektverantwortlichen. Ich sage guten Morgen nochmal und warm welcome zu Karl-Jürgen Schroth und Christine Rufus-Kirsch aus Soest, beide Mitglied des Vereins Weil im Licht in Soest. Welcome to Ron Hazelden, den Künstler und was ganz wichtig ist, auch leidenschaftlichen Imker. Welcome, Ron Hazelden. Ja. Ich begrüße Astrid Hartmann, Leiterin der Patrocki-Schule in Soest. Bei mir steht noch im Skript mit Schülerinnen. Haben Sie Schülerinnen im Hintergrund? Nee, das haben wir jetzt unter diesen ganzen Corona-Bedingungen nicht. Ich sitze Ja, alleine okay. stellvertretend für die Schüler hier. Ja, aber ich wollte es wenigstens nachgefragt haben, damit wir niemanden übergehen. Ich begrüße Viktoria Plinke, Künstlerin und Sozialarbeiterin aus Soest. Herzlich willkommen. Und Richard Cox, er ist Künstler und ebenfalls Mitglied im Verein Weil im Licht. Diese projektverantwortlichen Damen und Herren werden heute alle zu Wort kommen und Ihnen aus ihrem jeweiligen Blickwinkel das Projekt Weil im Licht vorstellen. Co-moderieren wird Frau Sasserath. Das ist ganz wichtig. Sie bündelt nämlich die Fragen, die Sie heute im Chat stellen. Sie können sich vorstellen, bei 96 Teilnehmerinnen können wir nicht mehr in die direkte Diskussion gehen. Dann sind unsere 1,5 Stunden, die wir maximal haben, viel zu schnell um. Also Frau Sassenrath bündelt und ich werde zwischendurch dann fragen, ob es schon direkte erste Nachfragen gibt. Und nachher möchten wir natürlich gerne mit Ihnen in die Diskussion gehen. Das ist auch ganz wichtig, denke ich, heute. Sie werden ein wunderschönes Projekt erleben, aber möglicherweise haben Sie ja alle selbst schon Erfahrungen in solchen Projektzusammenhängen gemacht. Und da wollen wir natürlich auch gerne mit Ihnen in den Austausch gehen. Ja, zu unserem Forum. Also Schwerpunktthema dieser Tagung ist die Gestaltung des öffentlichen Raums und die Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, wie der öffentliche Raum genutzt wird und wie er vor allen Dingen gestaltet wird. Und die große Frage,
wer sollte eigentlich darüber bestimmen, wie der öffentliche Raum gestaltet wird und wie kann das gut gelingen? Vorwegnehmen möchte ich, dass Klaus Selle gestern in seinem Einführungsvortrag von Witten aus deutlich gemacht hat, wie wichtig die Beteiligung der Menschen ist, die in ihrem Stadtraum leben, ihn jeden Tag ja mitgestalten, mitnutzen, mit einbringen und verändern. Mit Wild in Life stellen wir Ihnen, denke ich, heute ein ganz besonderes Projekt vor, nämlich ein Beteiligungsprojekt in diesem Sinne, so viel darf ich, glaube ich, schon vorweg sagen, mit Kindern, Anwohnerinnen, ganz vielen Interessenvertreterinnen zum Thema Umwelt, das wilde Leben in der Stadt. Ich möchte an dieser, es ist entstanden, noch ein Hinweis im Kontext der Kulturregion Hellweg, Hellweg ein Lichtweg, und zwar als Initiative des Projekts des Vereins Weil im Licht. Ich habe gerade gesagt, Karl-Jürgen Schroth ist dort ein Vorstandsmitglied, der Vorsitzende. Und mit ihm möchte ich auch gerne unsere Runde beginnen und ihn fragen, Karl-Jürgen Schroth, wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden und das weitere Verfahren in Richtung eines beschränkten Wettbewerbs? Ja, innerhalb der Hellweg-Region und in dem Netzwerk Hellweg ein Lichtweg gibt es zwei Möglichkeiten zu der Installation von Lichtkunstobjekten oder von Projekten zu kommen. Das eine ist, eine Gemeinde, eine Stadt sucht sich einen Künstler, einen Ort aus und lässt dazu einen Vorschlag erarbeiten, der dann auch realisiert werden kann. Im Soester Fall ist es so, dass der Verein Mann im Licht, wenn man so will, stellvertretend für die Stadt die Aufgabe übernommen hat, die Lichtkunst im öffentlichen Raum zu realisieren. Die Stadt hat sich in den Anfang der 2000er Jahre bereits dann dazu committed, so etwas zu tun. Und 2009 hat sich der Verein gegründet und geht einen etwas anderen Weg. Er hat nämlich damals in 2009 schon die erste Ausschreibung, begrenzte Ausschreibung gemacht, Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um Vorschläge zu machen für Lichtkunstinstallationen. Eine Jury, die immer angeführt wird vom Chefkurator, der für die Hellweg-Region, sprich für Hellweg ein Lichtweg bestellt ist, ist da dann auch beteiligt, um letztendlich dann auch gegenüber dem Land, das ja erhebliche Mittel für diese Objekte und Projekte zur Verfügung stellt, dann verantwortlich auch für die Qualität und den Qualitätserhalt sorgt. Also wir haben, nachdem die positiv jurierten Arbeiten aus dem 2009er Jahr abgearbeitet waren in Soest, dann haben wir jetzt eine neue Ausschreibung gemacht, nämlich in 2019. Und erst eine Anzahl von möglichen Wettbewerbern ausgesucht und dann eine, wie man so schön sagt, Shortlist erarbeitet, zu der auch von Hazelton dann gehörte, und haben dort dann angefragt mit einem Papier, das die Konditionen beschreibt, das auch die Budgetumfänge beschreibt, etc., um Vorschläge gebeten. Ron und andere haben dann eingereicht. Und die Jury hat dann von den 5 Einreichungen gezielt 3 auserwählt, die sie besonders spannend und für realisierungswürdig hielt. An allererster Front dann unser Projekt und das von Ron Hazelton vorgeschlagene Wild in Life, weil es nämlich darauf hin zielt, dass hier, wie Simone Schmidt-Apel gerade schon ausgeführt hat, die Öffentlichkeit, die Bürger etc. mit einbezieht. Also wenn man so will, eine interaktive Angelegenheit ist und nicht nur irgendwo ein Objekt hinstellen und nun Bürger, lauf vorbei und schau es dir an und bewerte für dich, ob du es gut findest oder nicht. Hier ist ein völlig anderer Ansatz mit der Einbindung der Bewohner etc. dann gegeben. Mehr sicherlich später dazu. Ja, das ist das Verfahren. Und nun sind wir auf dem Weg, das auch zu realisieren. Hm. Vielen Dank, Karl-Jürgen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann stand nicht die Idee als erstes im Vordergrund, sondern
der Rahmen und dass man gesagt hat, mit wem möchte ich arbeiten und ich nenne einfach die Rahmenbedingungen und die Konditionen und dann können die Künstlerinnen und Künstler, die angesprochen sind, sich mit der Stadt Soest auseinandersetzen und eigene Ideen dazu entwickeln. Genau so ist das gewesen. Und wir haben also eine internationale Gruppe, wenn man so will, von potenziellen, also nicht potenziellen Künstlern, sondern von Künstlerinnen und Künstlern angesprochen, die ihre Vorschläge einreichen sollen. Ron Hazelden als britischer Künstler, der in Frankreich lebt. Wir haben eine polnische Künstlerin dabei gehabt. Wir haben ein Künstler-Ehepaar hier ganz aus der Nähe dabei gehabt und zwei andere noch. Also das war eine Diskussion im Vorfeld, auch ganz stark unter Beteiligung von Richard Cox, mit der wir dann diese Auswahl getroffen haben, wen laden wir ein, einen Vorschlag zu erarbeiten. Ja, vielen Dank. Ich glaube, bevor wir den Film sehen, würde ich doch gerne einmal noch Frau Rufus Kirsch, ebenfalls vom Verein Weil in Licht, direkt ansprechen wollen. Sie haben ja in der Jury mitgewirkt, wenn ich das richtig verstehe. Und Sie haben sich natürlich auch ganz viele Gedanken um die Ziele, die Sie mit diesem Projekt verbinden, gemacht. Deswegen die Frage an Sie, was war Ihnen wichtig? Was war Ihnen bei der Auswahl dieses Projektes wichtig? Also ich denke, also es war so, dass wir uns innerhalb der Jury eigentlich recht einstimmig für dieses Projekt von Ron Hazelden ausgesprochen haben, weil es eben unserer Meinung damit möglich ist, nochmal zu zeigen, welche Bandbreite von Lichtkunst im öffentlichen Raum oder auch Kunst im öffentlichen Raum eigentlich existiert und das eben auch in Soest einmal zeigen zu können, weil bisher die realisierten Arbeiten, die jetzt hier existieren in der Stadt Soest, ich will jetzt nicht abwertend sagen, es sind eher klassische Objekte, die eben aufgestellt werden im öffentlichen Raum. Es hat ja alles seinen Mehrwert. Aber um einfach diesen Unterschied zu zeigen, haben wir halt gesehen, dass das eben einfach mal ein anderes Projekt ist oder das Projekt eben durch diesen partizipatorischen Ansatz eine andere Form hat. Und das fanden wir eben sehr spannend, das hier auch einmal in Soest umzusetzen. Und eben das Ziel war zu zeigen, was es alles so an verschiedenen Formen von Lichtkunst im öffentlichen Raum gibt, zu zeigen. Und zum anderen war uns aber auch wichtig, diese Möglichkeit zu haben, Lichtkunst einfach auch nochmal auf andere Art und Weise in der Stadt oder der Stadtöffentlichkeit näher zu bringen, weil eben durch diesen Austausch mit den verschiedenen Gruppen, die da eben am Projekt beteiligt sind, schon eigentlich ja von Beginn an über dieses Projekt gesprochen wurde. Also es gab Infoveranstaltungen, wo eben jeder Interessierte mitwirken konnte oder mitdiskutieren konnte. Wir haben eben mit diesen Schülern zusammengearbeitet, mit der Schule, eben die Gastfamilien angesprochen und da gab es so viele Schnittstellen, sodass eigentlich schon im Vorfeld, bevor überhaupt ein Objekt installiert wurde, schon dieser Diskurs auch über die Arbeit an sich, über Lichtkunst an sich stattgefunden hat, aber auch schon dieses Thema eben Umwelt und Naturschutz, Insektensterben, aber auch vielleicht dieses Thema zu schauen, was gibt es denn eigentlich vor meiner eigenen Haustür? Also weil wir ja mit dieser Gräfte, das ist ja wie so ein kleines Biotop, das ist ja was richtig Tolles, was wir da haben und dass man auch nochmal vielleicht eben durch diese Zusammenarbeit und dieses selber aktiv werden im Projekt auch nochmal den Blick schärft für das, was zu Hause vor der eigenen Haustür passiert und dass ja Naturschutz eben auch schon da eine Rolle spielt. Das waren so Punkte, die uns eben wichtig sind und dass ja unserer Meinung nach eben auch durch so eine Zusammenarbeit im Rahmen eines Kunstprojekts vielleicht auch so ein bisschen die Identifikation gestärkt werden kann, weil wenn Leute mitmachen an einer Sache, dann fühlt man sich da irgendwie mehr verantwortlich, dann wird es auch mehr zu der eigenen Sache und sowohl die Schüler als auch die Gastfamilien, die erzählen ja auch davon, dass sie da mitgewirkt haben und so wird das Ganze auch immer weitergetragen und es lebt eigentlich auch immer weiter und diesen Aspekt fanden wir eigentlich auch sehr schön. Ja, Frau Rufus-Kirsch, wer war jetzt alles beteiligt? Können Sie das nochmal ausführen? Also Schülerinnen, da sprachen Sie drüber, Schülerinnen? Genau, also es war einmal eben diese Gruppe der Schülerinnen von der Patrocki-Schule mit der Frau Hartmann, die eben dann zusammen mit Viktoria Plinke diese
Ja, und dem LITZ, das ist hier in Soest so in eine Institution, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und eben über Natur und Wald solche Themen informiert und Workshops zum Beispiel anbietet. In dem Rahmen wurden eben diese Zeichnungen der Insekten angefertigt. Ja, dann natürlich mit Ron Hazelton, dem Künstler, der dann immer wieder aus der Ferne seine Informationen und eben aus der Ferne kommuniziert hat sozusagen. Dann haben wir als Verein mitgewirkt. Es wurde mit der Stadt jetzt schon im Vorfeld ganz viel gearbeitet. Ja, mit den Gastfamilien, also wir haben natürlich dann die Anwohner der Gräfte versucht anzusprechen, dass sie diese Objekte dann bei sich aufnehmen. Ja, ein ganz breites Spektrum. Vielen Dank, Frau Rufus-Kirsch. Frau Sassrat, wenn jetzt keine ganz dringenden Fragen kommen. Eine Frage haben wir bisher. Ja, dann mit Frau Plinke im Rahmen der Schulzeit stattfand oder ob es freiwillig war. Frau Rufus-Kirsch. Da müsste ich einmal an die Frau Hartmann abgeben. Ich glaube, es war im Rahmen des Unterrichts. Aber genau, wir haben es im Rahmen des, genau, wir haben das im Rahmen des Kunstunterrichts mit den dritten Schuljahren gemacht. Genau, ich bin halt Schulleiterin, aber nebenbei halt auch Kunstlehrerin und habe da den Fachunterricht auch. Und dann habe ich das mit allen dritten Schulen, wir haben drei dritte Schuljahre, mit denen habe ich das gemacht. Wobei in dem Moment, als wir es gemacht haben, war es noch zweites Schuljahr. Aber im Rahmen des morgendlichen Kunstunterrichts. Ja, gut. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach einmal in diesen Film, diesen schönen Film, darf ich sagen, der das Projekt, denke ich, schon mal einmal rekapituliert und sehr schön vorstellt. Und danach gehen wir weiter. Wild in Life ist ein Soester Lichtkunstprojekt im Rahmen von Hellweg an Lichtweg. Anders als sonst üblich haben in diesem Falle auf Vorschlag des britischen Künstlers Ron Hazelton Schulklassen der Patrocli Grundschule sich mit dem Thema fliegender Insekten befasst. Daraus fantasievoll kleine Zeichnungen erstellt, die nun in leuchtende Objekte in Form von Neon oder LED umgesetzt werden. What I really liked about the city wall was the fact that the remnant, it didn't have any lights. It was just as it was. And when I started to investigate the history of the city wall, it became more and more interesting because although it seemed to be very much part of the town, it was like wildlife. In the town, with hearing the birds and all the rest of it, and I am a beekeeper, so I look at small creatures, which we understand are having problems at the moment. I thought it would be really good if the children started to explore ideas about wildlife, and particularly little animals, little insects that fly. And the children, they drew. They just did these amazing little drawings of sort of fantastic beasts, beasties, we might say. And the lovely thing about working with children is that they always make you think, and they're always very truthful and very direct. And they make me laugh as well. Der Künstler Ron Hazelton hatte uns eine PowerPoint-Präsentation geschickt, die Frau Hartmann hier abgespielt hatte. Und die Kinder hatten mit Begeisterung auf die Bilder reagiert und haben sich dann auch gefreut, an solchen Projekten selbst mitwirken zu können. Und die Kinder haben super viele Bilder, insgesamt glaube ich 400 kleine Kunstwerke innerhalb von wenigen Stunden erschaffen. Also mir hat es gefallen, dass wir halt zum Beispiel das jetzt aufgezeichnet haben. Und dann haben wir den probiert halt genauso nachzumachen, wie zum Beispiel bei der Biene.
Jetzt war das etwas schwer halt mit den halt Strichen. Und ja, aber der Stachel fand ich schon sehr schwer. Für Frau Hartmann, die Schulleitung, war es besonders wichtig, dass die Kinder sehen, dass die Dinge, die sie hier schaffen, auch in der Realität umgesetzt werden. Ich stehe hier vor dem Gartenhäuschen, das über 100 Jahre alt ist und das sich wunderbar eignet dafür, eine moderne Skulptur aufzunehmen. Mitten in dem Grün ein Kontrast mit der heutigen Technik, die man haben kann, das wird wirklich eine echte Attraktion für diesen doch so geliebten Wall in Soest. Und deswegen machen wir mit. Für jeden Standort ist eine jeweilige Technik ausgesucht worden und wir haben versucht, die Insekten passend zu jedem Standort unterzubringen. Dann haben wir dann durch die moderne Entwicklung von LED Wege gefunden, ganz feine Radien zu zeichnen mit dem Licht, sodass wir am Ende verschiedene Verfahren gleichzeitig die Objekte zuschreiben. Einmal mit Neon, einige mit LED. Wir freuen uns, dass nach langjähriger Arbeit, auch Corona-bedingt verzögert, nun endlich die ersten Objekte bei den Gastfamilien installiert werden konnten. Ja, vielen Dank für diesen Film, auch an den LWL. Ich denke, das sind sehr, sehr schöne Impressionen aus diesem Projekt, die man sicherlich auch noch nachwirken lassen kann. Ich lasse noch etwas nachwirken und frage ganz langsam, weil ich jetzt ins Englische übergehe, Ron Hazelden an. Ron Hazelden, it is such a pity that you couldn't be there in Soest to see the progress of your work, the development. You couldn't talk with the children or the other people who were who participated in this project and in this idea, Wide of Life. You talked in the film, you said in the film that you are a bee keeper. So the idea is from your personal interest. And I would like to know, what can you tell us about your distant impressions from the development of your idea of wildlife in Soest? Well, sorry, I don't speak German. It has amazed me the amount of energy and effort that everybody has put into this project, because it's been really quite complicated. The support that I've had is wonderful, and I thank everybody for that. The original idea, in a way, started many years ago in Portugal, in Lisbon, where I was invited to work with a light project, and I was taken to a small village on the outside of Lisbon called Cova da Moura, which was mainly immigrant-based houses, residences. And in a tiny little school, the children worked with drawings, which we called Family Idea. And these were turned into large-scale structures and presented in a big park in the middle of Lisbon. And from there, I started working with other people. I've worked with elderly people and their drawings, and I've worked with prisoners in Durham Jail and their drawings of their life in prison. And of course, a lot with children in another project called Brothers and Sisters, which in each case, I've asked people to do little drawings, and then I made them large scale and presented them in many different locations. So this is
the project in Soest is an outcome of that kind of thinking. And it obviously seems very relevant at this time when we are thinking about the survival of certain species and the weather. In fact, as I'm talking now, something amazing has happened from the inside of this little studio. It started raining and it hasn't rained for about 5 weeks. So I know all the farmers and all the gardeners here will be clapping their hands today. So events like that are very important. And all the little insects will start running around and et cetera. Where am I? So as I said in that little video, the wall seemed, what I liked about the wall was the fact that it had been preserved and there were no street lights in it and it was just a trail and it was surrounded by residences. And also reading the history of Soest, it's had a fascinating history. And these sort of historical events are triggers for imagination. And when I was there, I was shown all around the town by Carl and Richard. And there are some really wonderful things that happen in the town. And so, working with children, when I presented the project, they were enthusiastic, but the rewarding thing about children is that they're always enthusiastic. And it always makes me laugh when I see the energy they put in, because within half an hour, you can, on a small class, you can get, 100 drawings. And always the project has a difficult time when you have to select just a few, because to make large scale in light. And so that's always, it's the ones you can't do that are always disappointing. But anyway, they can be presented elsewhere. After the event, the children made their own little models, which were very beautiful. And in fact, my wife, who's an artist, said they were much better than the ones I was making. But so that was a challenge. But anyway, so now the inclusion of residents and perhaps businesses to show these works around town, I hope might be a trigger for later developments with working with the children and expanding ideas around the town. And perhaps I might do another event in Portugal later on where I can develop the idea further. As with my brothers and sisters project, which now has 60 portraits in light and is going to be shown in the village where I'm based in France. And include the residents there, perhaps we're starting together to sort of develop a kind of way of moving forward with the voices of children. Does that sound okay? Yeah. So I just watched these developments and I know that there's been a really a technical issues with how do you make light works that go outside and survive. And in a way, one of the reasons I work with light works is because if I know that they're going to eventually fail, because that's the nature of the material. And so they only survive if people love them and want them to, and they will restore them. And this is the opposite to putting great lumps of bronze sculpture in places. It's something that requires constant commitment. And children grow up and they change. And so, it's like a moving event, which is what I enjoy. Is there anything else I could say? It's very difficult sitting looking at a blank screen. Normally you're sitting across the table. Wow.
But it's very nice nonetheless. Yeah. Thank you very much, Ron Hazelden. Is there any question, Miriam Sassard? I see one. Stephanie Aßmann and Fleur Vogel. Yes, sorry, but my writing in English isn't as good as speaking. So I would like to ask Ron Hazelden whether the children also got some connection to you. Did you just take the drawings and then did something with them? Because as a beekeeper, I mean, they can not only give you, you know, art so you can make your, so you are inspired, but you can also give something back to them. So were you in touch with the participants? No, it's a funny thing working with children, because very often I find that they produce these drawings and they very quickly forget which drawing is theirs. Because, you know, in an exhibition, in a display of their work, that I see them walking around with their parents saying they don't know which one is theirs. And I kind of feel that they're sort of in my kind of meetings with them, it's very brief, everything is very rapid, and in one sense life is moving on, but I hope that they will remember it as an event. And obviously if works are in a public arena, they will be re-witnessing that event. Does that answer your question? Is that avoiding an answer? Ron Hazelden, you can't see any one of us. I can see a little array here. Ah, yeah. Can you see me? Yes, we can see you. Fleur Vogel, wenn Sie eine Frage haben, vielleicht später nochmal im Chat aufgreifen. Das wäre schön. Ich glaube, wir sollten beim Chat bleiben, Frau Sassar. Ja, ich habe aber... Yeah, I have a question to you, Ron Hazelden. You talked about a PowerPoint presentation you gave the children, you sent to the children. Yes. What was it? Well, I was really going over some of the history of Lightworks working with children. And that always seems to inspire thoughts and ideas, and I just do that very briefly, and then really they go, I'm not a teacher, so they go into classrooms with their teachers, and from there on it's their teacher who takes over. And who decided which of these drawings were chosen? Well, initially the teachers. So I was sent a selection, and then when you make a light work, you have to imagine how strong it will look, how simple it will be to be made in neon. So those sorts of technical decisions come in as well at the end. Okay, thank you very much. I would think we will hear about it later. Sind Fragen, die jetzt beantwortet werden sollten? Ja. Es gab noch die Frage, wie lang das Projekt lief und wie das mit Lichtverschmutzung ist. Okay, did you understand? Kai-Jürgen Schroth, möchtest du vielleicht beantworten? Oder wer auch immer aus der projektverantwortlichen Gruppe sich jetzt angesprochen fühlt? Ja, zunächst noch, ich denke, was Ron Hazelden berichtet hat über die Arbeit mit Kindern, auch an anderen Projekten. Ich glaube, da gibt es sicherlich von Frau Hartmanns und Frau Seite noch ein bisschen was zu sagen, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei waren und etc. Die werde ich auch gleich ansprechen. Aber richten Sie sich schon mal darauf ein. Laufzeit des Projekts. Wir hätten, also in 2019 haben wir die Ausschreibung gemacht und die Jury hat entschieden. Und dann wollten wir eigentlich ganz früh im Frühjahr 2020 loslegen.
mit den Kindern zu arbeiten, die dann auch das Landschaftsinformationszentrum besucht haben, in Günne mit als Klasse eine Schulausfahrt dann gemacht haben. Und das hat gerade noch stattgefunden und dann kam der erste Lockdown. Und dann sind wir erstmal ausgebremst gewesen bis in den September hinein. Und dann erst konnten die Kinder sich hinsetzen und konnten ihre Zeichnungen erarbeiten. Und und jetzt sind wir dabei, glücklicherweise mit der Erlaubnis der Verlängerung seitens der Bezirksregierung und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaften des Landes Nordrhein-Westfalens, die ja erhebliche Mittel in dieses Projekt mit einbringen, dass wir bis zum 31. Mai nun fertig sein sollen. Das wird uns dann hoffentlich auch mit den letzten Installationen gelingen. Damit ist aber das Projekt nicht abgeschlossen, sondern ist eigentlich nur die Realisierung erstmal abgeschlossen, weil die Förderrichtlinien besagen, dass es 15 Jahre erhalten bleiben muss. Die Verträge, die sogenannten Gestattungsverträge mit den Gastfamilien, die letztendlich die Stadt Soest mit den Gastfamilien abschließt, besagen, zunächst für 5 Jahre diese Objekte zu beherbergen und sie, wie so eine Familie schön geschrieben hat, sie auch zu füttern, Klammer auf, den Strom bereitzustellen. Und dann hat man sich möglicherweise so daran gewöhnt, dass man das Objekt auch gar nicht mehr abgeben möchte. Oder aber es kann auch insofern leben, als wir dann das andere Objekt vielleicht bei einer anderen Gastfamilie unterbringen. Aber generell ist es ein langfristiges Projekt, das eben über die eigentliche Erstellung hinaus dann 15 Jahre erhalten bleiben soll. Mhm. Spannend, sehr schön. Frau Sasserath, da war noch eine zweite Frage. Ne? Ah, da war die Frage nach dem Thema Lichtverschmutzung, also Light Pollution. Herr Cox, fühlen Sie sich da vielleicht angesprochen, weil Sie ja auch viel mit der technischen Umsetzung betraut waren und selber ja auch mit Lichtkunst arbeiten. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich einige Erfahrungen damit haben. Ja, okay, Light Pollution ist natürlich eine Frage. Aber weil die Objekte nur geringfügig leuchten, ist das, glaube ich, nicht eine Problematik, die wir krampfhaft adressieren müssen. Also jedes Objekt hat einen Dämmerungsschalter und eine Zeitschaltuhr, sodass die Objekte zu gewünschten Zeiten ein- oder ausgeschaltet werden können. Es ist nicht wie so ein Betriebshof, die ein Wahnsinnslichtausbeute, die wirklich Lichtpollution darstellt. Hier ist es, glaube ich, nicht eine Frage, die man wirklich dann eine Problematik vorbereitet. Ja, und es ist ja tatsächlich nochmal, denke ich, ein ganz spannendes Thema, sich mit Light Pollution zu beschäftigen. Gestern fiel auch der Begriff Littering. Das meint aber tatsächlich, dass die Städte auch zunehmend verschmutzen. Also ich glaube, da kann man schon nochmal wieder ein ganz anderes Tagungsthema draus machen oder Forumthema. So, Frau Hartmann, Frau Plinker, jetzt sind Sie dran. Ich denke, Ron Hazelden hat ja sehr, sehr deutlich gemacht, wie begeisterungsfähig Kinder sind, wie sie in sehr kurzer Zeit sehr viele tolle Ideen präsentieren und kreieren können. Sie haben das Ganze in der Schule gesteuert und mich würde einfach wirklich nochmal interessieren, wie haben Sie denn diesen Beteiligungsprozess erlebt? Also wie ist das bei den Kindern angekommen und wie haben Sie diesen künstlerischen Prozess dann in der Schule auch initiiert und ja, Wie hat das letztendlich auch auf die Kinder und Schülerinnen zurückgewirkt? Frau Blinke, soll ich starten? Okay, Sie ergänzen dann dazu. Ja, ich bin im Grunde genommen angesprochen worden von Richard Cox, ob wir uns das vorstellen könnten, im Rahmen dieses Projektes mit der Schule mitzuarbeiten. Wie gesagt, ich bin Schulleiterin, aber selber halt auch Kunstlehrerin. Deswegen ist das halt auch immer so ein bisschen so ein Steckenpferd und ein Faible von mir und bin da immer auch sehr begeistert, wenn
ja, wenn einfach außerschulische Partner in die Schule kommen, wenn die Kinder über den Tellerrand der Schule hinaus gucken, wenn man einfach guckt, ja, was gibt es sonst noch so? Und deswegen bin ich da immer sehr, sehr offen, was so außerschulische Projekte einfach noch angeht. Wir haben dann gemeinsam, einmal hat es ja geklappt, dass Mr. Hazelton kommen konnte, ganz kurz vor dem Lockdown, aber da war noch kein Zusammentreffen mit den Kindern, sondern da haben wir halt gemeinsam dieses Projekt besprochen und ja, haben da einfach so zueinander gefunden, um ja, zu überlegen, wie können wir das jetzt gut gestalten mit den Kindern. Und dann war es dann, wie gesagt, so, dann kam der Lockdown, Mr. Hazelton wollte eigentlich kommen, den Kindern ja seine Arbeit sich erstmal selber vorstellen, das ist ja auch immer erstmal wichtig, es kommt ein Künstler in die Schule, und ja, seine Arbeit vorstellen und dann, wie gesagt, kam der Lockdown und dann war das einfach erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt und dann haben wir natürlich geguckt, wie können wir denn trotzdem, also man kann ja immer sagen, ja, es ging alles nicht, aber wir haben dann geguckt, wie kann es trotzdem gehen und dann hat der Mr. Hazelton diese PowerPoint-Präsentation angefertigt. Ich habe es dann noch ein bisschen erweitert, ich habe dann einfach noch mal ein paar Fotos von ihm eingefügt, weil ich das immer so wichtig finde für die Kinder. Kinder haben ja so einen sehr, ja, so einen direkten Zugang und einfach erstmal zu gucken, wer ist denn das, Mr. Hazelton und der spricht Englisch und er wohnt in Frankreich, dass man da einfach erstmal so einen Zugang als Kind zu bekommt. Und dann war diese PowerPoint wirklich total beeindruckend für die Kinder, weil halt verschiedene Projekte von Mr. Hazelton, die er in diesem Prinzip einfach auch gemacht hat, aus Zeichnungen, aus einfachen Zeichnungen, Lichtobjekte zu machen, was er den Kindern dann da präsentiert hat. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Frau Plinke war auch mit dabei und wir waren beide ganz, ja, wirklich beeindruckt, wie die Kinder das auch so gefesselt hat. Und Frau Plink hat auch immer so ein bisschen mitprotokolliert und hat dann aufgeschrieben, so ja, Aussprüche von den Kindern, oh wow und super und das sieht ja toll aus. Also was wirklich auch so direkt so aus den Kindern kam und wo sie dann überhaupt so einen Zugang zu dem Thema bekommen haben. Zu dem Thema Auszeichnungen, aus ihren Zeichnungen soll Kunst entstehen. Das ist natürlich einfach auch, ja, ist einfach sehr, sehr motivierend. Und dann haben wir so diesen Rückschluss nochmal gemacht. Wir waren, oder die Kinder waren im Februar, kurz vorm Lockdown, im Litz, was Herr Schroth eben auch schon angerissen hat, um einfach nochmal so um dieses Thema Fluginsekten, was ist denn das Besondere, wie ist das denn mit den Flügeln, wie ist das mit den Fühlern, was haben die eigentlich für Beine, um da so einen Zugang zu diesem Thema zu bekommen. Das war jetzt lange her, aber das haben wir ganz gut hingekriegt, das Vorwissen zu aktivieren und wieder dann in den September zu holen. Ja, und dann haben wir eigentlich gestartet mit den Kindern. Mr. Hazelton hatte ganz viele Papiere geschickt, alles schön zugeschnitten und hatte so eine ganze große Tüte mit angespitzten Buntstiften. Das fanden Kinder auch schon toll, dass man nicht selber anspitzen muss, sondern dass es einfach da lag und das war schon sehr motivierend für die Kinder direkt. Ja, und dann haben die wirklich angefangen zu malen. Die haben angefangen, Fluginsekten, Flugobjekte zu malen. Mit ganz viel Fantasie. Und einfach auch, sie fanden diese Aufgabenstellung toll, macht einfach mal. Es geht nicht darum, das besonders auszudifferenzieren, sondern einfach zu malen und dann das nächste Blatt zu nehmen und wieder zu malen, eigentlich eher zu zeichnen, als denn zu malen. Die Aufgabenstellung war sehr motivierend und hat dann ja, bei den Kindern gut eingeschlagen und wir haben das dann mit den drei Klassen gemacht und hatten wirklich so einen richtigen großen Stapel von Blättern, den wir dann hinterher so hatten. Ja, und das haben wir dann in die Bretagne geschickt und dann ist es dann im Grunde genommen dann so weitergegangen. Was wir in der Schule dann gemacht haben, was ich dann wichtig fand, so wie geht es jetzt für die Kinder damit weiter? Klar, die Kinder wussten, da wird Lichtkunst draus entstehen, das ist aber erstmal schwierig vorstellbar. Wir haben es dann mal einmal, es gibt doch diese Weihnachtsbeleuchtung, diese Schläuche, das habe ich dann mal mitgebracht, dass wir einfach mal versucht haben, so etwas daraus zu entwickeln. Und habe dann mit den Kindern diese Drahtmodelle, die sie auch eben im Film gesehen haben, praktisch erarbeitet, um zu gucken, wie kann aus meiner zweidimensionalen Zeichnung, die ich gemacht habe, ein dreidimensionales Objekt werden. Das ist ja das, was Mr. Hazelton mit der Zeichnung der Kinder auch macht. Und das habe ich dann mit den Kindern gemacht und wir haben dann mit verschiedenen Draht, Blumendraht, Silberdraht, verschiedene Dicken mit Zangen und haben dann einfach mal ausprobiert, aus dieser Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität zu kommen. Ja, und haben dann die Kinder, das waren keine Lichtobjekte, aber es waren ganz, ganz tolle Objekte, die sie dann auch erstellt haben, sodass es für die Kinder auch nochmal einen Schritt weitergegangen ist als über die reinen Zeichnungen hinaus. Ja.
Sehr spannend. Frau Pienke, als Künstlerin haben Sie ja diesen Prozess mit den Kindern auch miterlebt und mitgestaltet. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, bei Kindern finde ich es immer besonders schön, gerade so im Kontext Schule, wenn auf einmal so eine freie Aufgabe kommt oder eine freie Aufgabenstellung. Und ich glaube, die Kinder sind dann auch super, es ist super prägend, auch mal etwas selber zu gestalten, ohne sich starr an einer Aufgabe oder so festzuhalten. Klar, es gab ein Thema, aber die Umsetzung war so frei und das war auch super schön, den Kindern dabei zuzuschauen, wie, also die sind richtig in die Produktion übergegangen, also super viele Ideen ausgefeilt und da wurde vielleicht dann eine Hummel nochmal in ganz vielen verschiedenen Formen und Größen unterschiedlich weiterentwickelt. Das war einfach super. Und die waren alle sehr, sehr begeistert auch und haben sehr detailliert nachgefragt. Also gerade bei der PowerPoint-Präsentation, ich glaube, da war schon auch gerade dieses vor Augen zu haben, das wird wirklich in irgendeiner Form umgesetzt und vielleicht bin ich die der Glückliche, die tatsächlich eine Zeichnung am Soesterwall an der Kräfte später sehen kann. Also ja, das war sehr schön zu beobachten. Ich meine gesehen zu haben, dass da eine Frage war, Frau Sasserat, zu den Jungen. Aber die Frage wurde quasi von Frau Hartmann schon beantwortet und zwar ging es darum, wer die Drahtmodelle angefertigt hat. Die Schülerinnen. Das waren ja dann die Kinder mit ihnen zusammen. Ja. Genau. Im Nachgang, nach den Zeichnungen haben wir dann das mit den Drahtmodellen gemacht, genau. Ja. Frau Pienke, Sie sprachen gerade an, dass die Kinder ja doch irgendwie schon darauf gespinst haben, ob ihr Modell, ihre Figur dann auch in die engere Auswahl kommt. Ron Heselden sagte gerade, es hätte ihn auch, oder es fasziniert ihn immer wieder, wenn man mit Kindern arbeitet, dass sie jetzt nach kurzer Zeit eigentlich schon nicht mehr wissen, welches jetzt Ihre Idee, Ihre Zeichnung, Ihr Modell vielleicht war. Wie war das denn bei der Auswahl dann später? Sind da enttäuschte Kinder gewesen oder hat sich das Ganze doch eher in Wohlgefallen aufgelöst, weil es ein gemeinsames Projekt war? Ich glaube, das waren ja wirklich sehr viele Zeichnungen und den Kindern ist auch bestimmt bewusst gewesen, okay, die Chance ist da gering. Ich glaube, da gibt es aber auch so ein solidarisches gemeinsam darüber freuen untereinander. Guck mal, das ist meins. Und dann, also genau, ich glaube, die freuen sich so oder so, dass sie die Kunstwerke später sehen gemeinsam. Und genau, also ja. Bei Kindern ist das, glaube ich, einfach sehr... Die freuen sich auch füreinander, denke ich. Ja, das ist doch eine schöne Aussage. Vielen Dank, Frau Hartmann und Frau Pienke. Ja, es ist gerade angesprochen worden im Film, das eine ist die Idee, die Vorstellung, was man haben möchte. Die Kinder haben viele, viele Modelle entworfen. Nachher ging es aber darum, dass das Ganze auch eben technisch umgesetzt wird und das wissen diejenigen, die mit Lichtkunst arbeiten, dass das oftmals ein richtiges Problem werden kann. Ich möchte dazu gerne Richard Cox befragen. Er ist Mitglied des Vereins Wall im Licht, der ist selber Künstler, hat auch selber lichtkünstlerische Werke geschaffen, zum Beispiel den Lichtbogen, den wir normalerweise im Hintergrund sehen, wenn wir mit Karl Jungschroth online kommunizieren. Richard Cox, Sie waren in vielfältiger Weise eingebunden. Sie haben sich einmal dafür engagiert, überhaupt die Anwohner als Gastfamilie zu gewinnen. Da mussten Sie sicherlich viel Überzeugungsarbeit leisten, auch was überhaupt die Lichtkunst und vielleicht zu viel Licht in den Abendstunden anbelangt. Und auf der anderen Seite mussten Sie ja nach wirklich ortsspezifischen technischen Lösungen gucken, wie kann man jetzt diese Vorschläge für Lichtkunst tatsächlich auch an den Wall bringen. Wie schwierig war das? Wie schwierig war beides, Gastfamilien zu gewinnen und die technische Umsetzung? Viele Fragen auf einmal. Okay, zunächst zu den Gastfamilien.
Vorgesehen war in dem Projekt von Ron, dass die Objekte eigentlich platziert werden sollen entlang dieser Kräftesituation in Soest. Da ist kein Strom da, was er gesagt hat. Wir suchten dann Alternative und dann waren wir auf die Idee, weil Ron diese Örtlichkeit nicht sozusagen in seine Abwesenheit bestimmen konnte, müssten wir als Verein, und wir haben Gruppen gebildet, ich war nicht allein dabei, und suchten dann entweder private Ansprachen bei Familien, demnächst auch ein Brief von Karl Jürgen erfasst, dass wir dann in alle Briefkästen links und rechts diese Mauer abschnitt, die wir bespielen wollten. Das war vom Bahnhof bis zur Jakobitor, den ersten Mauerabschnitt, den Restmauerabschnitt. Soest hat eine Mauerumrandung zur, würde ich sagen, so ungefähr 3/4 der Stadt. Und dieser Bereich ist dann mit der Stadt abgestimmt worden, dürften wir bespielen mit Lichtkunst. Natürlich fängt das an, Standorte zu finden, die geeignet sind für diese Lichtkunstobjekte, was Ron vorgeschlagen hat. Dann gingen wir sozusagen als Verein, eine kleine Gruppe, diese Abschnitt entlang und suchten dann potenziale Standorte, die dann auch dann für die Lichtkunst, weil keine Bäume da vorstehen oder dass das Haus in einer Situation oder einer Lage entsprechend die Präsentation sich anbot. Natürlich dann gingen wir dann auf der Suche nach Gastfamilien zu diesen Orten. Zunächst, wie ich sagte, direkt angesprochen, weil ich kenne viele aus dieser Gegend, das ist ja mein Wohnbereich. Ich gehe täglich mit dem Hund unterwegs und sehe Leute und spreche die dann eben an. Daraus kam ein erster Fundus an Möglichkeiten. Wir haben dann einen Brief, oder Karl Jürgen hat einen Brief erfasst als Anfrage, und dann haben wir dann Post verschickt an alle Haushalte. Da kamen dann einige Rückmeldungen. Zunächst auch in dem ersten Symposium zum Frühjahr 2020 in Soest vom, weiß nicht ganz genau, was das war, aber da ist das auch angesprochen worden, dass Gastfamilien sich melden sollten. Da haben wir dann eine ganze Reihe von Familien irgendwie gesammelt. Dann ging es darum, Standorte zu präferieren, welche Standort in Frage käme, und dann auch den Leuten direkt das Projekt vorzustellen. Wir haben in Soest, ich würde sagen, fast jedes zweite Haus ist unter Denkmalschutz. Wir haben eine mittelalterliche Stadt, durch die Maueranlage sind fast, eine Problematik entsteht, dürften wir das dort an diesem Haus anbringen. Wir haben uns für Hausfassaden entschieden oder Maueranlagen, wo Strom vorhanden wäre, weil es braucht Strom. In die Kräfte gibt es keinen Strom, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man dann in Soest was platzieren möchte, ist die Denkmalbehörde ein schneidender Punkt. Viele Zusagen waren dann gestrichen, weil die Denkmalbehörde sagte, geht nicht, geht nicht. Mhm. LWL in Münster war auch dann Problematik festgestellt bei manchen Standorten. Wir haben dann wieder viele neue Standorte entdecken können und so weiter, dass wir starten sollten, also mit dem Objektenbau und so weiter. Natürlich dann war, wie Karl Jürgen gesagt hat, durch die Auflagen von Arnsberg, Düsseldorf, des Geldgeber, 15 Jahre ist natürlich ein Batzen für ein Lichtkunstobjekt. Die vorgesehene Lichtobjekte von Ron waren in Neon vorgestellt. Ich habe immer gesagt, ja, LED, warum sollen wir da nicht LED nehmen? Und Ron hat immer das Problem mit LED, diese Punktierung von dem alten Weihnachtsleuchten, was Frau Hartmann erwähnt hat, dass die nicht unbedingt sein filigrane Figuren darstellen, richtig. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, Alternativen zu finden zu dem LED, zu dem Neon. Mhm. Und auch dann einen Fabrikant für den Neon zu finden. Das war auch, weil Ron mit seinem Fabrikant in England nicht zur Verfügung stünde, wegen Covid, wegen Reisebeschränkungen und so weiter. Insofern, die Anfertigung dieser Objekte waren uns mehr oder weniger übertragen worden. Also wir haben eine kleine Gruppe gebildet, Karl Jürgen und ich sind dann vielerlei
unterwegs gewesen, um diese Fabrikanten zu besprechen, könnten wir das machen in diese Form und so weiter. Letztendlich haben wir in Schwerte eine gefunden, in Münster war eine Firma und in Berlin. Ich würde sagen, dass Karl-Jürgen sich quasi einen zweiten Job angepackt hat, um diese Sachen zu realisieren. Dass für ihn aus seinem Hintergrund als Ingenieur passte auch mit den Gesprächen und sowas mit Leuten, wie kann das passieren und so weiter und so fort. Also mit Neon haben wir einige Modelle gemacht, diesem Schmetterling, was in den Hintergrund von Karl-Jürgen war, als Prototyp angefertigt. Das klappte auch, ist natürlich dann nach kurzer Zeit auch hingefallen und gebrochen. Also das zeigte uns, dass es dann doch irgendwie andere Wege gehen müssten. Und wir haben dann letzten Endes dann eine Firma gefunden, die uns LEDs geboten hat, die sehr feingliedrig mit einem kleineren Radien auch diese filigranen Insekten von Ron gut beschreiben könnten. Ja? Und dann auch mehr oder weniger auch jetzt vielerlei neue Entwicklungen aus der LED-Technik geforscht und untersucht, was ginge dann auch zu dick, zu schmal, ist das mit einem Unterkonstruktion oder einer Platte, wo kommt die Technik hin und sowas. Das haben wir alle irgendwie vor Ort mit diesen Fabrikanten besprochen. Das war eine richtige, aufwendige Arbeit. Nun sind wir jetzt zum Schluss gekommen, dass jeder Standort eine unterschiedliche Abarbeitung dieser Insekten brauchten. Und wir sind dann mit drei verschiedenen Grundprinzipien der Gestaltung jetzt mehr oder weniger weitergekommen. Das erste ist mit Neon, wobei die Neonröhre in gewöhnlichen Form mit Gas gefüllt werden und so weiter, in einem oder auf einem Zargform, die dieses Objekt nachbildet. Diese Zarg ist ein Blechkasten, wo die ganze Technik, Trafo, Strom, Schaltmechanismus, Schalttechnik da untergebracht ist. Insofern, das ist eine komplette Einheit. In Wandfarbe gestrichen. Manche Objekten haben dann Fachwerk, andere haben dann einen Beige-Ton und so weiter. Wir haben versucht, den Standort so wenig wie möglich sozusagen zu inszenieren außerhalb des Lichtobjekts, die eigentlich abends erscheinen soll. Tagsüber kann das ruhig verschwinden, haben wir gedacht. Die zweite Technik ist mit LED, die dann auf eine Trägeplatte gebracht wird. Diese LEDs, die wir entdeckt haben, sind dann ein durchgehendes Lichtquelle, nicht irgendwie diese alte LED-Schläuche, die man zur Weihnachtsdekoration benutzt. Und ursprünglich sind die gedacht für die Möbelbauindustrie in einem Nude einzulegen, sodass die dann auch dann als Deko-Element in die Möbelindustrie. Wir haben die IP-Werte für IP67, sodass die für draußen geeignet sind. Das müsste auch sein, weil diese Objekte auch draußen stehen. Das war auch ein wesentlicher Punkt, diese Beständigkeit dieser Objekte. Diese Trägeplatte war dann entweder aus Aluminium oder aus Plexiglas, transparenten Plexiglas, die dann so wenig auffiel wie möglich. Die jetzigen Objekte, die wir gerade heute unter uns gesehen haben, ist in Berlin angefertigt worden auf eine sehr starke Plexiglasplatte, die auch leicht durch Wärme sich biegen lässt. Und die meisten Objekte von Ron waren als dreidimensionale Objekte konzipiert, sodass man dann von verschiedenen Winkeln immer noch die Spuren wandelt. Es ist nicht einfach so ein zweidimensionales Bild zu verstehen. Eine dritte Möglichkeit, die wir auch zum Teil einsetzen, ist eine Unterkonstruktion in der Größe, die wir oder die das Objekt bestellt war. 70 mal 70 war der Grundgröße. Innerhalb dieser Größe waren die länglich oder breite angefächert. Ist eine Nachbildung von dem Maquette, die Ron uns geschickt hat, in einem Stahlkonstruktion quasi. Ohne Licht. Und auf dieser Stahlkonstruktion wird diese LED-Streifen angeklebt, angebunden, wie auch immer. Und dann steht das wirklich in dreidimensionaler Ansicht. Diese
Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber so sind wir jetzt fast so weit. Alle Objekte sind jetzt im Auftrag gegeben und stehen kurz bereit vor der Montage an den Hausfronten. Wie ich von Sie sagte, über den Lichtemissionen, dieser Lichtpollution, das, was aus diesen Objekten rausgehen, ist das dann eine überraschende Farbtupfer in die Gegend, die wir erleben. Diese Farbtupfer ist ein Insekt, was auch dann nicht ständig leuchtet. Die Idee von Ron war, dass es dann eben auf und abschwellt. Das ist technisch in diesem Form nicht direkt realisierbar. Aber wir haben dann jedem Objekt einen Dämmerungsschalter und auch eine Zeitschaltuhr vorgesehen. Vom Elektriker wird das dann auch installiert. Und insofern sind wir dann auch der Abnahme, der Bauabnahme auf einen sicheren Weg gehen, weil das ein Elektriker, der das dann montiert. Jeder darf oder kann beliebig diese Zeitschaltuhr einstellen, wenn er das nur meinetwegen abends von 8 bis 11 Uhr leuchten möchte. Das ist auch gegeben. Insofern versuchen wir dann natürlich dann die Gastgeber auch so nah wie möglich oder so freundlich wie möglich anzugehen. Und bis jetzt haben wir mit Erfolg Gastfamilien gefunden für die meisten Objekte. Richard Cox, erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, durch Ihre Ausführungen ist nochmal deutlich geworden, wie aufwendig so ein gesamtes Prozedere ist. Also man sieht hier, da hinter mir jedenfalls die schöne Figur, spannend gemacht und leuchtet schön. Aber was damit eigentlich alles zusammenhängt, alleine schon an technischen Details, das wissen wahrscheinlich immer nur die Menschen, die tatsächlich mit Lichtkunst arbeiten. Also herzlichen Dank dafür. Frau Sasserath, ich glaube, es hat eine Frage oder mehrere Fragen gegeben. Ich hatte eine Wortmeldung gegeben von Herrn Mu, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, Herr Mu, er hat das Meeting verlassen. Oh, das habe ich gar nicht. Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Gut, ansonsten gibt es keine weiteren Fragen. Ja. Gut, ich denke, wir sind jetzt einmal durch alle Protagonisten und Protagonistinnen, die an diesem Projekt beteiligt waren, durch. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, warum Ron Hazelden gesagt hat, dass er ganz glücklich ist über die großartige Unterstützung vor Ort. Er konnte halt Corona-bedingt nicht vor Ort sein, nicht das tun, was er normalerweise macht. Und dass es so viele begeisterte, empathische Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegeben hat, das ist erstmal, glaube ich, wirklich einer großen Anerkennung wert. Eine Frage habe ich jetzt gesehen. Genau, und zwar wie das Projekt finanziert wurde. Da ist Karl-Jürgen Schroth für zuständig, der sofort reagiert hat. Ja, als allererstes ist sicherlich zu nennen das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, die über die RKP-Mittel, die für die Hellweg-Region als regionale identitätsstiftende Kulturregion definiert wurde vor vielen Jahren, ca. 50% der Kosten tragen. Darüber hinaus natürlich dann lokale Sponsoren. Das fängt an, dass also aus dem städtischen Kulturhaushalt Geld mit hineinfließt, dass die örtliche Sparkasse Soest-Werl als Sponsor da ist. Wir haben glücklicherweise eine Familienstiftung, Trockels hier, die uns seit Jahren über mehrere Projekte jetzt dann immer wieder finanziell unterstützt. Die Bürgerstiftung Hellweg, die bei der Volksbank angesiedelt ist, unterstützt uns hat uns schon auch bei mehreren Objekten und Projekten jetzt unterstützt. Also so muss man dann das Geld zusammensuchen. Und darüber hinaus muss auch der Verein für sich immer Mittel generieren, denn 10% der Fremdmittel müssen als Eigenmittel mit eingebracht werden, um die Finanzierung sicherzustellen. Ja, wir kommen damit an einen Punkt. Wir sind jetzt einmal, glaube ich, durch das Projekt, falls nicht noch Anmerkungen von den Protagonistinnen kommen. Eine kleine Frage kam gerade noch rein, ja, von Frau Klausen, wie lange die Objekte vor Ort bleiben und was im Anschluss mit ihnen passiert. Sehr schön.
Okay, Jürgen, du musst deinen Lautsprecher anmachen, wenn du antwortest. Wer beantwortet die Frage? Richard Cox hat gerade was dazu gesagt, wie lange sie stehen, meine ich. Ne? Ich wollte Karl-Jürgen sagen, er soll seinen Lautsprecher einstellen. Ja, ja, habe ich. Dann schieß okay. los. Alles klar. Ja, ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet. Wir vereinbaren im Moment mit den Gastfamilien erstmal eine Laufzeit von 5 Jahren. Das Gesamtprojekt muss über 15 Jahre laufen und erhalten bleiben. Aus auch Ron Hesseltons Erfahrungen an anderer Stelle lieben die Gastfamilien oder die Hosts, wie er sie im Englisch natürlich nennt, ihre Objekte, sodass sie nach 5 Jahren in der Regel gar nicht daran denken, sie wieder abzugeben, weil sie ein Teil der Familie dann auch tatsächlich geworden sind. Ansonsten können wir hier dann auch andere Standorte dann für die jeweiligen Arbeiten wiederfinden. Das Spannende ist sicherlich auch, dass wenn wir die Installationen alle durchhaben, dass mit Sicherheit entlang des Walls ganz viele andere Interessenten noch auftreten, den Finger halten und sagen, hey, ich aber gerne auch. A, können wir Reserve haben und B, könnten wir natürlich dann auch weitere Objekte erstellen lassen. Dazu müssten dann neue finanzielle Unterstützung gefunden werden. Was ein Thema immer wieder als Bedenken gegen Lichtkunst auch angeführt wurde, ist allgemein in der Hellwegregion, die wir ja über 45 Arbeiten hier in den beteiligten Städten und Gemeinden stehen haben, für alle die, die von außerhalb kommen, das große Projekt Hellweg, ein Lichtweg, das ja international einmalig ist, also immer wieder das Thema auch, gibt es Vandalismus? Und das Interessante ist, dass alle unsere Projekte innerhalb dieser Region und auch die in Soest vandalismusfrei sind, über viele Jahre hinweg, dort nichts passiert ist. Wir haben wir haben 3 Objekte hier stehen in Soest. Eines davon ist im Bahnhofsvorbereich, Vorplatzbereich, eine ganz kritische Stelle an sich. Und toi, 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 kann man nur sagen, seit 2016 steht diese Arbeit, wird jeden Tag von weit über 15.000 Menschen frequentiert und wir haben dort keinerlei Beschädigung und Fremdeinwirkung. Und das heißt, was Ron eben auch mal ausgeführt hat, wenn diese Objekte geliebt werden, dann werden sie auch erhalten. Und das ist das Schöne mit dabei. Das ist wiederum auch das Partizipatorische, was uns so enthusiastisch stimmt, dieses Projekt durchzuführen. Also man wird die Kunst adoptieren können in 5 Jahren. Ich rechne auch fest damit, dass ihr dann da Bewerbungslisten habt und bestimmt auch noch die Möglichkeit bekommen werdet, weitere Kunstwerke aufzustellen. Es hat noch eine weitere Frage gegeben, Frau Sassen. Die passt sehr gut dazu. Und zwar fragt Frau Brusterhus, ob man die Objekte auch kaufen kann. Also die wir im Moment haben, natürlich nicht. Aber wer ein Objekt bei sich installiert haben möchte, da können wir sicherlich dann auch darüber sprechen und sagen, hier sind die Erstellungskosten und wenn du ein solches Projekt haben möchtest, dann kann das auch sicherlich hergestellt und, wenn man so will, verkauft werden. Ja, wunderbar. Das kann ja weitreichende Folgen haben, was ihr in diesem Projekt organisiert habt. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich möchte natürlich die Diskussionsrunde für alle eröffnen. Wir sind eigentlich auch mittendrin. Ich möchte nochmal auf Klaus Selle verweisen, der gestern auch nochmal zum Thema Kunst im öffentlichen Raum gesagt hat, wie wichtig Kunst und Kultur für den öffentlichen Raum sind. Der öffentliche Raum ist ja alles, was wir irgendwie begehen, in Besitz nehmen. Das können auch private Grundstücke sein, wenn man einen privaten Park zum Beispiel besuchen kann. Ich denke, wir haben gerade in diesem Jahr von Corona erlebt, wie wichtig der öffentliche Raum ist. Also ich kann mich noch gut erinnern an meine Begeisterung, als es geschneit hatte einige Zeit und
ja, alles irgendwie wie verwandelt war. Und ich, wenn ich nachmittags spazieren gegangen bin, dann habe ich Kinder gesehen, die gerodelt haben, die Eltern, die in Gruppen beieinander standen. Jeder Park war besetzt, die Spielplätze waren besetzt. Menschen sind in Massen und in Rudeln spazieren gegangen, natürlich mit Abstand, aber man hat sich einfach gefreut, andere Menschen zu sehen. Der öffentliche Raum ist für uns ganz, ganz wichtig und ich glaube, wir haben es jetzt in diesem Jahr einfach nochmal verstanden, wie wichtig. Klaus Selle hat darauf hingewiesen, dass gerade Kunst und Kultur und Lichtkunst die Möglichkeit haben, den Stadtraum nochmal besonders wahrnehmbar und erlebbar werden zu lassen. Er hat gesagt, er nennt es Möglichkeitsräume, gerade mit temporären Lichtkunst- oder Kunstinstallationen kann man auf die Möglichkeiten aufmerksam machen, die eine Stadt bietet und einfach zu weiteren Ideen kommen und da einfach die ganze Stadtgesellschaft mitnehmen, also die Menschen, die tatsächlich den Raum auch immer wieder neu gestalten, verändern und beleben. Das würde ich gerne einführend erstmal so stehen lassen. Und Sie alle, Sie haben ja bestimmt schon Projekte in unterschiedlichsten Kontexten kennengelernt, nochmal nach den Erfolgsfaktoren und nach den Sollbruchstellen fragen, die Sie eigentlich immer wieder im Kontext von Projekten erleben. Da spreche ich Sie alle nochmal an. Ich habe aber auch gerade gesehen, es gibt wieder neue Fragen, die wir natürlich ganz gerne zulassen. Zuerst kam die Frage, ob die Objekte versichert werden. Und dann fragte Frau Schmidt anschließend noch, ob es auch Ideen über einen weiteren Dialog ausgehend von diesem Projekt gibt, also wie es weitergeht quasi. Wer möchte dazu etwas sagen? Kajun, du musst. Das ist auch der Richtige für, oder? Sicherlich werden wir in der Diskussion weiterschreiten müssen. Und ich denke, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, mit der Öffentlichkeit über dieses gesamte Thema Insekten, Umweltschutz etc. weiterzusprechen. Auch sicherlich über das Thema Partizipation der Öffentlichkeit an Kunst im öffentlichen Raum, mal über dieses Projekt hinweg. Allerdings noch nicht definitiv geplant, einfach weil wir jetzt in den letzten Monaten mit der Realisierung so beschäftigt waren und auch noch eine Weile sein werden, dass das der zweite Schritt ist. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der für mal im Licht dann auch nachher wichtig ist, um für die Zukunft auch den Weg zu bereiten, Lichtkunst zu akzeptieren und auch neue Wege dann gehen zu können. Da kam gerade passend noch die Frage hinterher, welchen Aspekt die Umwelt denn quasi jetzt innehat. Haben die Kinder nur am Anfang sich damit auseinandergesetzt? Wie weit wird es fortgesetzt, dass der Umweltaspekt dort einfließt? Vielleicht kann ich dazu noch mal kurz was sagen. Also ich denke, dass das ja auch... Also so verstehe ich so eine Art Projekt, was ja eben auch, wie wir jetzt schon öfters heute gesagt haben, eigentlich auch lebendig ist und ja auch durch die Beteiligung anderer lebt. Also ich denke, dass einfach dadurch, dass das Objekt jetzt dann dauerhaft bei einigen Gastfamilien in den Gärten steht und dann sowohl von Passanten begutachtet werden kann, aber ja auch die Gastfamilien sicherlich Freunden oder anderen davon erzählen, dass sie jetzt so ein Objekt im Garten haben und dann auch den Hintergrund schildern. Also dadurch wird das Thema ja weitergetragen und der Grund und also dieses Hintergrundthema, dass es eben in der Gräfte steht, dass es um dieses Thema Natur, Umweltschutz, dieses Bewusstsein für das Thema Insekten und wie wichtig es ist, eigentlich auch solche Orte vielleicht zu bewahren, wie sie da in der Gräfte vorzufinden sind. Das kann ja auch in diesen Gesprächen weitergetragen werden. Und auch die Kinder werden ja sicherlich eben mit Eltern vorbeigehen oder auch immer mal wieder schauen, wie sieht es denn da eigentlich aus? Und auch indem man durch diese Gräfte läuft, erlebt man den Ort ja auch wiederum selbst und kann dann ja selber auch mal ein Auge drauf werfen und gucken, was findet man denn da alles für Insekten? Also
ich sehe es auch so, dass diese Partizipation ja auch was ist, was durch die Menschen selber lebt. Und also ich denke, das ist ein Aspekt. Und wie Karl-Jürgen Schroth schon sagte, man kann natürlich dann darüber nachdenken, wenn erstmal alles installiert ist, ob man dann noch weitere Formate findet, um das Thema weiterzuführen. Kam mir gerade so die Idee, einfach mal zu vergleichen, das, was der Hyde Park für die Londoner ist, ist die Kräfte und der Wald für die Soester. Als einer in Mittelmeer der größten Städte in Norddeutschland und mit der riesigen Stadtwallanlage. Richard Cox hat es eben gesagt, fast 3/4 der Innenstadt ist noch umgeben von der alten Stadtmauer, später mal mit Erde aufgeschüttet und dadurch zum Wall geworden, was notwendig war, weil die Waffentechnik sich im Mittelalter ja nun weiterentwickelt hat. Der Soester lebt mit seinem Wall und da gehen Hunderte und Tausende von Menschen auch bei gutem Wetter spazieren und in den Abendstunden und nutzen es zum Joggen und durch die Kräfte zum Fahrrad fahren, weil Soest, weil es ja nun auch flach liegt, nur noch Fahrradstadt noch zu allem ist, wird die Soester Bevölkerung damit auch immer wieder konfrontiert und kann sich damit auch auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Egal, ob es sich um das Thema Insekten handelt, dann mit ihren Lebensräumen etc. oder eben auch um das Thema Lichtobjekt als solches. Und der Bereich des Walds ist ja vorgesehen, auch in Zukunft nicht beleuchtet zu werden oder nur mit einer Minimalbeleuchtung gangbar zu halten und eben nicht mit Straßenlaternen und nach DIN XY so hell auszuleuchten, dass man also auch nachts nicht stolpern kann, sondern es immer eher in einem Dämmerzustand bleiben soll. Nicht im Sinne von emotional historisch, sondern im Sinne von Beleuchtung. Ich möchte nicht locker lassen. Ich frage nochmal die Beteiligten danach, was sie also als ganz wichtige Erfolgsfaktoren für ihr Projekt sehen. I also want to ask Ron Heselden. Ron Heselden, you made many light art projects. Can you tell us something about what are the most important issues for a project's success? What are the most important ingredients you need that the project becomes successful? Well, I suppose each project is different, but working with light, it's a very strange medium to use because you can be thinking that an idea is going to be absolutely splendid and put a lot of time and effort into it. And because it's light, it sometimes exceeds your expectations and other times it doesn't. It can, it can cancel itself out if it is in the wrong context or wrong location. But every time I present my brothers and sisters project with the 60 portraits, illuminated portraits, it's the context that is always important. So for example, in London in Grosvenor Square, I presented them as a school group in front of the American embassy, and in Blackpool in England, I presented them in a disused hotel. And that was at the time when there was a lot of discussion about immigration, etc. And so all these little portraits were looking out through the windows of this hotel. Other times I've built structures that contain them. So they become big three-dimensional events. And a future work
is called Watchtower, where I'm building a big tower where all the children appear to be presented at some height, different levels, looking out onto the world, and one should be able to go into the tower. So you see, I sort of, every time I present something, there's a different sort of political context. And with Soest, it is to do with the people and the environment. So that's quite obvious, really. What interests me is that knowing how many people will adopt these images, because it is like adoption. And I don't know the final result yet of how many are being located. Perhaps you've already discussed this because I can't understand German, but eventually I'm hoping here it will be Soest itself, as the town is quite like a labyrinth, a little labyrinthine town with the streets and what. So I'm hoping that it will become a kind of trail around the town to discover all these different insects. Yeah. And in the middle, embedded in there, is the actual wall, the source of the material. So, but each one has presented Carl and Richard with a lot of technical issues that were not absolutely obvious from the beginning, but it seems to me like they've made great advances, and I'm really excited about seeing the outcome. And then hopefully COVID will be gone and I can come and have a look and meet people. Ja, thank you very much. Ich denke, alle Menschen, die mit Lichtkunst arbeiten, kennen genau dieses Problem, wie die Erwartungen sind und ob sie nachher enttäuscht oder sogar übertroffen werden können. If I understand you, did you write, Ron Hazel, and you would like to ask how many guest families we have and in this project and how they work, live or feel together, my question to the project. Die Gastfamilien, die gefunden wurden, haben die jetzt schon so ein Gefühl vielleicht auch entwickelt, dass sie wirklich so etwas wie eine große Familie für diese Insekten sind? Wie wird es dort weitergehen? Wer kann dazu etwas sagen? Und wie viele sind es? Richard, willst du was sagen? Richard, bitte den Lautsprecher einmachen. Ich habe vergessen, okay. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren, weil in den letzten Tagen waren vom Denkmalbehörde zwei Striche durch feste Standorte storniert sozusagen. Und wir sind, ich denke, bei 11 im Moment. Ist das richtig, Karl? 11? Ja, wir haben 11 sicher, 2 im Moment noch unter dem Aspekt Denkmalbehörde, macht 13 und 2 stehen im Moment noch auf, weil uns da die aus bautechnischen Gründen nachher die Gastfamilien weggebrochen sind, die wir neu vergeben können. Ja, gibt es noch eine abschließende Frage, Anmerkung von jemandem von Ihnen? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich natürlich erstmal allen danken, die an dem Projekt beteiligt waren, allen Gästen heute. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, mir dieses Projekt heute nochmal genauer anzusehen, die Fragen stellen zu dürfen. Ich nehme mit... Frau Hartmann war es, glaube ich, die das gesagt hat, dass man in Kunstprojekten mit Kindern unbedingt die Bleistifte einspitzen muss. Das kann ich sofort super gut verstehen, dass Kinder sich dann viel besser als Künstler angesprochen fühlen und Künstlerinnen. Ich hoffe sehr, dass dieses Projekt seine Fortführung findet, dass es weitergeht. Dem kann ich nur viel Erfolg wünschen. Sie haben gehört, Sie können Kunstwerke adoptieren.
Sie können sie sogar kaufen und in Besitz nehmen. Das habe ich auch in so einem Kontext noch nie erfahren. Ron Heselden, I wish you that you can come really very, very soon to Soest. And that perhaps we have a tour through Soest with a lot of interested people. That would be very, very nice. Thank you very much for your speeches today. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Ich möchte uns jetzt hier an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz spannenden weiteren Tagungsverlauf und vielleicht sieht man sich ja auch wenn es nur virtuell ist, an der einen oder anderen Stelle. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ja, ich möchte mich bedanken bei allen Teilnehmern im Sinne Soest und der Soest der Bürger und des Vereins bei dem Licht und übergeordnet dann auch im Namen des Netzwerkes Hellweg an Lichtweg, das ja auch in dessen Kontext ja auch unser Projekt dann läuft. Und so wie wir das dann auch haben aufarbeiten können, ist sicherlich dann, ich sage einfach mal, in der zweiten Jahreshälfte vieles auf der Website von Hellweg an Lichtweg dann konkret zu diesem Projekt anzuschauen.